Freunde, willkommen zurück bei Tokens Simulator 3. Nachdem wir letzten Part ja die restlichen Teams von Nagoya geschlagen haben, geht's endlich mal weiter in Meiki Kanjo. Ja, wir hatten letzten Part ja die restlichen Teams geschlagen und die Zeke und Genesis haben sich gezeigt. Und wem haben wir denn da vor uns? Voraus einer von diesen, genau. Genesis R. Wer fährt eine interessante Limousine? Wie lange fordern wir sie mal aus? Urban Stride. Entweder ist das ein Nissan Sima oder ist das ein Link? Ja gut. Ihr wisst schon. Was ich mal sagen wollte, es gibt hier tatsächlich noch den Total Crown, aber ich glaube nicht, dass es den Total Crown hier noch gibt. Also in diesem Spiel noch nicht. Oh, das ist knapp. Aber er hält gut mit, kein Wunder. Oh, und Strike. Und Genesis her. Darf ich nicht unterschätzen, wo? Oh. Der nächste. Wer könnte es denn sein? Genesis R, ne? British, ja, der fährt Nissan Sima, kann er sein. Oder? Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Also, es kann sein, dass es sich hier um einen Nissan Sima handelt oder irgendwas anderes. British Energy. Ne, du bist nicht British. Du nennst dich zwar so, aber du bist nicht British. Ausgepasst. Komm, nimm ihn mit. Ja, der hat ihn nicht mitgenommen. Doch, der. Aber holt mich ein, das ist schlecht. Er ist recht weit hinten. Okay. Und ich hab gewonnen. Der nächste Gegner. Sotto. Ja gut, der nächste Gegner haut noch etwas. Aber okay, dafür können wir uns richtig entspannen. So, ansonsten. Sinkt, das ist sehr gut, denn das möchte ich gerne haben. Wer könnte es denn sein? Ich bin mal sehr gespannt, wer das sein könnte. Ah, Fading Sky mit seinem Lexus GS. Das ist mir auch ein bisschen sehr suspekt, weil die eigentlich auch die Lizenz mit Toyota haben. Und normalerweise würden sie jetzt die Nachrichtung haben. Aber offenbar hier nicht. Falling Sky, aber sein Outlook vom Stil sieht sehr interessant aus. Eine weiße Limousine mit weißen Felgen und weißen Lichtern.
und ich bin weg. Simpel. So. Du kannst mich anhaben. Außer diese Dummheit. Dummheit wird bestraft. Nein, 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 nein. Das ist mein Untergang. Ach nö. Komm schon. Ja, Dummheit kann wirklich ein Gift ins Gesicht haben. Ach Mann. Ja gut, es ist schon klar, ich hab versagt. Gehen wir zurück zur Garage. Ich möchte jetzt nicht noch einmal übertrieben herausfordern. Toll. Schön. Es hat so schön angefangen. Und jetzt die Dummheit. Oh. Manchmal könnte ich mir eine ins Gesicht schlagen, wenn ich sowas mache. Aber gut, das heißt nicht. Revanche. So. Und dann nächstes GS Revanche. Du hattest Glück, dass du gewonnen hast. Normalerweise würde ich gewinnen. So, hihi. Risiko. Weh, du schiebst mich in den Berg. So, jetzt passe ich aber diesmal auf. Sehr gut. Dankeschön für das Anschubsen, das ich gebraucht habe, nicht. So. Nein, ich bin kein Pizzeria. Von Auto geht's ja gut. Was hat der Minivan gemacht? Das hat einen Drifter gemacht. So, das muss sein. Klingt das überhaupt? Also hat das wirklich Geräusche? Jo, es hat Geräusche. Wie beim Mächten-Dinken. So, wem haben wir hier? Soul Jungle. Hallo? Ich hab auf dich geguckt, Mann. Kannst du mich nicht mal erkennen? Mit deinem Lexus GS. So, die werden auf den Plätze schlagen, die Teams. Lexus GS. So, ein interessantes Auto, muss ich ganz ehrlich. Für mich auch sogar ein zeitloses Auto. Sieht für mich hübsch aus. Ist sportlich. Also wirklich, für eine Limousine sieht sie wirklich sportlich aus. Sieht sogar schön aus. Schon zweimal gesagt, ob du bist. So, abschneiden. Schon geht Top Speed. Aus. Ich weiß schon, wo ich bin. Sogar auf der Höhe der Amt. Das war richtig, richtig guter Manöver. So, ich werde Folgendes machen. Ich werde nicht da fahren. Okay. Das ist nicht schlau, sondern ich werde rückwärts fahren. Ja. Ich hab's richtig durchfahren. Ja, das ist nicht so. Warum?
damit ich den Gegner schneller dran komme. Ey Mann, sieht ihr nicht, dass ein Geisterfahrer rumfährt? Ich glaube nicht, dass es der Gegner ist, aber nee, danke fürs Anschubsen. So, wen könnte es denn sein? Siegs mit seinem 186, okay, einer von Siegs. Das ist interessant. Michel. In seinem Nissan 186 SX. Das ist in Wirklichkeit ein S13, das sie umgebaut haben. Sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Was auch sehr interessant klingt. So. So, ich führe sowieso. Nee. Er hat sogar Probleme. Man sich nicht noch einmal machen, diesen chemischen Fehler. Und somit hat er sich seine SP-Punkte vergeudet. Und somit endet seine Rennkarriere. Tschüss. Ah, da vorne ist einer. Perfekt. Nicht mehr lange zu suchen, das ist sehr gut. So, wo bist du denn? Wo bist du denn? Bist du denn? Wo bist du denn, Mann? Autsch, wo gewonnen. Wer war denn jetzt? Sieht sehr interessant aus. Ah, von den Siegs, nämlich Red Sheep mit seinem RX-7FC. Wenn er sehr gut getunt hat, dann respektiere ich den. Scharf. Aber auf Mario ist er nicht sehr gut durch die Kurve durchgekommen. Und auch immer ist er sehr gut auf Topspeed gelegt, wenn er sehr gut beschleunigt wird. Oh, das war knapp. Aber er hält immer noch gut mit. Und das macht mir ehrlich gesagt Sorgen. Seht ihr, der ist inzwischen schon auf Höchstgeschwindigkeit abgestellt. Das ist nicht gut. Ich werde nicht noch einmal den Fehler machen, ich habe es fast gemacht. Das war knapp. Nein, wir fallen in diese Richtung. Tschechi hat schon wieder denselben Fehler gemacht wie sein Kollege. Er hat keine Chance gegen mich, der verliert. So. Hehe. Ah, oh, das läuft ja richtig gut, da sind weitere Gegner. Das läuft, da ist ja richtig nur. Alter, da läuft ja richtig gut, Alter. Da sind weitere Gegner, bin ich noch was voraus. Wartet mal kurz. Ach, muss mal kurz was. So, hab ein bisschen was verstellt. Jetzt kann ich wenigstens besser kommentieren. Kommentieren. Tja, dann kommentierst du es auch nicht gerade das Beste. Jetzt näher wollen sie deutlich besser. Nicht im Flughafen. Also, ich sehe wirklich gar keinen Flughafen. In Tokio, also in Seoul, als wir dort gefahren sind, in Richtung Kyokuhain und so, da gab es einen Flughafen in Seoul und. Da gab es wirklich so eine schöne Stimmung. Da kann ich mich immer wieder daran erinnern, wie schön das Spiel damals war. Also, das letzte Projekt, was ich gespielt habe. So, wer ist das denn diesmal? Ah, Siegs, Black Leopard. Bei den Siegs muss ich allerdings ein bisschen mehr ernster nehmen, denn anders als bei Genesis Air, die Limousinen herumfahren, können die wenigstens Sportwagen fahren, die wenigstens auch wirklich gut aussehen. Allerdings ist meine Motorenleistung jetzt nicht die beste, wenn ich den Öl- und Wassertemperatur dort unten sehe. Das ist nicht so schön. Oh, passt. Ah! Hab die Wand
Magazine genommen. So. Oh, der hält gut mit. Ein richtiges Kopf an Kopf. FC gegen Z31. Wer gewinnt? Wetten Sie hier mit heute. Kein Spaß, wettet auf gar keinen Fall. Wetten sind immer behämmert. Also wer um Geld wettet, der weiß genau, der wird auf jeden Fall was Falsches machen. Denn Geld wetten und Autowetten ist immer schlimm. Linkslip und sowas. Man verliert immer, wenn man nichts Gutes macht. Das ist nicht wirklich ernst. Ich werde es jetzt nicht noch einmal riskieren. Ich werde jetzt zur Garage zurückfahren. Warum? Weil Öl- und Wassertemperatur hoch angestiegen sind. Und das werde ich jetzt nicht machen. Echt jetzt, es regnet. Ich will mal gucken, wie das jetzt im Regen aussehen würde. Ich habe voll die großen Bedenken. Also im Regen weiß man ganz genau, dass es rutschig. Das ist ein Block. Das ist ein blauer Gegner. Okay. Könnte es sein, dass es sich hier um einen Wanderer Gegner handelt? Oh, ein Spiegel ist es mit seinem Toyota Supra MK3. Yep, die Toyota Supra, die viel Leistung hat, aber auch technische Schäden dabei sich hatte, während der Nachfolger, die beliebtere Supra, sogar besser war als diese Supra, was ich irgendwie sehr komisch finde, weil diese Generation ist genauso beliebt wie der Vorgänger. Hat sogar einen recht starken Motor. Vor allem Regen, ehrlich gesagt, Leute, macht das null Spaß. Ich kann es jetzt schon mal sagen. Ja, da kommt die Supra, da kommt die Supra. Die Supra ist gefährlich. Warum? Nicht die Wände. Habt ihr es auch gesehen? Und wieder dieser dämliche Regen. Ihr seht, ein Ausrutscher und schon kann das einen wirklich den Rennen verlieren. Ja, ich werde ihn nochmal herausfordern. Das ist jetzt nicht das Ding. Aber dafür ist die Kühlung sehr gut. Also dafür brauche ich nicht mehr Angst haben für die Kühlung. So, ich werde dich noch einmal herausfordern. Ich werde ganz vorsichtig die Kurve nehmen und nicht noch einmal diesen Fehler machen. Orange Pegasus. So. Ich bin nur noch vor ihm. Kann aber nicht sein, dass ich lange bei ihm vorbleibe. Sehr gut, die Wand mit mir. Herzlichen Glückwunsch. Aber es kann sein, dass er nicht aufgeht. Und das ist total nicht gut. Also, der. Ich muss ganz vorsichtig sein. Ich habe den Fehler auch schon mal gemacht. Ich muss ihn hier zu sehr. Oh, er hat was mitgenommen. Ich auch. Auch was mitgenommen. Das wird das. Hallo? Hallo? Ich hab nichts gesehen. Boah, danke du. Falls ihr fragt, was ist passiert? Bei mir gab es einen Hänger, weil sich ausgerechnet jetzt beim PC vom Emulator kurz mal lösen sollte und. Was ist das? Ja, komm, ich werde dich noch einmal herausfordern. Es ist machbar. Tut mir leid, Leute, also ihr könnt sogar Vorsprung, wenn ihr möchtet. Ihr müsst nicht unbedingt diese Qual ertragen. Schon wieder. Wartet mal kurz. Hallo?
Oh, schön, jetzt reagiert er nicht mehr. Ihr seht jetzt gar nichts im Bildschirm nebenbei. Super. Danke nochmal. Fängt ihr gut an, wenn sich das System gegen mich anschließt. Verschwingt das, okay? Ich brauche das nicht mit anzugucken. Wenn du mich an die Wand drängst, dann bin ich mit dir sauer. Das sind Ball. Ach, da war ja einer. Ich hab das jetzt nicht ganz genau gesehen. Dr. Seven und OBDT. Lass den nicht beschleunigen, Alter. Beide Teamchefs, beide Bosse aus verschiedenen Teams. Und jetzt auf einmal macht sowas. Ich hab dich gar nicht eingeholt. The shadow of the person grasping a dream is a figure of person leaving with his team shattered. A world where yesterday champions could lose his prestige in one night. Upstanding passport to the next stage. The winner dreams new dreams. Tokyo, Osaka, Nagoya. The room of a machine that can create all the areas. Instantly spread across the country. Another limit glimpsed beyond the limit. Something lost when something gained. But even so, you can't have but to seek. There's no rest for the instinct that has started to them. Ja, und somit haben wir die erste
Passage hinter uns, sozusagen das Tutorial. Und wir haben die dritte Subklappe geschaltet. Was haben wir freigeschaltet? Motoren Level 6, Kühlung Level 6. Ja. Die Getriebe und das Bremsen. Und was meine ich damit? Richtig. Wir können woanders hin. Wir können egal wo wir hingehen. Egal wo wir hin wollen, können wir hingehen. Das ist das Gute daran. So, auch die Frage ist, tune ich an meinem Auto? Wie viel kostet ein Tune-Up für mein Auto? So, nun Leute, ich werde leider nicht mehr lange mit dem Auto so herumfahren, weil... Ihr seht, irgendwann ist das Auto auch erschöpft und da kann ich nicht wirklich vieles machen. Was glaubt ihr? Was glaubt ihr, sollen wir weitermachen mit unserem Auto oder sollen wir ein anderes Auto holen? Ich werde kurz mal für euch mal gucken, was wir für ein Auto holen können. Der Grund aber, warum ich mir jetzt direkt noch ein zweites Auto holen würde, weil es für einen bestimmten Wanderer, den ich schlagen will. So, und diesen Wanderer, der war, glaube ich, nicht so einfach zu sehen. Der ist, glaube ich, in Osaka. Und den kann ich erst schlagen, wenn ich wirklich ein starkes Auto habe. Und ich will dieses Auto von ihm haben, für diesen Wanderer. So, aber ich kann mit meinem Nissan nicht weitermachen, weil der ist leistungstechnisch gesehen zu schwach, also dieser Nissan. Das ist unser Anfangsauto. Er hält zwar mit, aber er kann wirklich nicht mehr lange durchhalten. Deswegen guck ich mal nach, was wir für ein Auto kaufen können. So, der hat sich noch gar nicht verändert. Können wir gucken, es gibt nicht uns Piazza. Nee. Wir können FD holen. Wir können auch den FC holen. Der FC kann auch etwas mithalten gegenüber dem alten Nissan. Ja gut, den MX möchte ich gar nicht holen. Wir können den Lancer X, also diesen Lancer EX GSR holen, was ich irgendwie nicht hole. Also die beiden würde ich auf gar keinen Fall holen. Den Nachfolger könnte ich mir holen, weil das Auto ist wirklich schon von der Serienleistung schon stark. Ich meine es wirklich ernst, das Auto ist wirklich stark. Ja, ihr entscheidet Leute, weil ihr seht, ich gucke mir gerade jetzt verschiedene, wir können die Series mal auch mal gucken, aber die Series werde ich mir auch nicht holen, weil das sind auch Anfangsautos. Ähnlich wie das, also die Prozac kann ich auch nicht holen, werde ich auch nicht holen. Hier gibt es noch den Subaru, ich könnte mir noch den Impreza holen, aber ich weiß nicht. Hier gibt es noch Toyota und ihr seht, wir können die Supra holen. Könnten, mussten wir nicht. Wir können die Chica GT4 holen. Also ich bin jetzt gerade überfordert. Und ja, ihr habt es wirklich gesehen, Lexus gehört zusammen in Toyota. Nichts woanders. Stimmt, das war doch ein Mark. Und wir können mal kurz mal die Kasten angucken. Nein. Nein, die Customs würde ich mir auf gar keinen Fall holen, weil das sind Fahrzeuge, die man speziell holen würde oder speziell gebrauchen würde. Die Customs 45, nee, das ist, ich könnte ruhig mal abklappern. Als ob ich mir direkt für ein Nevo hole, aber gibt es hier eine günstige Alternative? Nee, also ich speichere mal kurz und dann sehen wir uns den nächsten Part. Und ja, ich hoffe, es hat euch mal diesen Part gefallen und dann schreibt mir in den Kommentaren, was ihr für ein Auto, was ihr gesehen hattet, mir holen könnte, weil ich werde mir wirklich ein zweites Auto holen, weil, wie schon gesagt, so sehr ich das Auto aufbauen würde, das bringt mir nicht wirklich viel mehr, weil das Auto hatte irgendwann mal seine Leistung erreicht. Und ich möchte gerne auch ein zweites Auto haben, damit ich diesen Wanderer schlage, damit ich sein Auto vom Wanderer übernehme. Also, das Plan ist so. Durch dem zweiten Auto
den ich kaufe und aufbaue, würde ich mir nicht nur Geld sparen und Gegner schlagen, sondern ich möchte auch gerne diesen Wanderer schlagen, weil ich sein Auto haben will. Und dieses Auto, was ich bekomme vom Wanderer, kaufe ich und dann baue ich es auf und fahre damit. Ich hoffe, ihr versteht meinen Plan, ne? Das zweite Auto ist dazu da, um sozusagen den Wanderer zu schlagen und Geld einzuholen. Weil mit dem Auto kann ich jetzt nicht die weitere Stufe durchforsten, weil ich kann euch mal kurz mal zeigen, wie es aussieht, wenn ich jetzt nach Osaka gehe. So, guckt mal, ich habe jetzt den Gebiet jetzt frei. Ne? Ich könnte jetzt auch, also Moment, ich kann jetzt auch in Nagoya weiterfahren. Ne? Hier. Aber Nagoya will ich jetzt nicht benutzen. Deswegen werden wir im nächsten Part. Nein. Deswegen werden wir im nächsten Part zu Osaka gehen. So. Ich speichere nochmal. Ja, ich weiß. Ich, jetzt denkt ihr, warum speichere denn nochmal? Na egal. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch dieser Gap-Part gefallen und eure Entscheidung liegt bei euch. Was für Autos ihr gesehen habt, die ihr kaufen könnt. Ich werde sie dann ausprobieren und dann sehen wir uns im nächsten Part. Tschüss!